Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Tag unserer Konferenz Europas gemeinsame Zukunft. Die Schuldenkrise stellt Europas Solidarität auf den Prüfstand. Im Fokus und auch in der Kritik steht auch und vor allem Deutschland. Das deutsche Krisenmanagement wird nicht nur als zu zögerlich und reaktiv empfunden. Die von Deutschland geforderte Sparpolitik für ganz Europa wird als zu unsolidarisch kritisiert. Gestern in den Diskussionen ist schon einiges angeklungen. Die Erwartungen an Deutschland sind hoch und auch sehr divers. Im Kern geht es dabei um Deutschlands Führungsrolle. Eine Führungsrolle, die eingefordert wird und dann aber auch wieder als zu dominant abgelehnt wird. Das eigentliche Bedrohliche an der Krise ist, dass überwunden geglaubte Ängste wieder neu aufbrechen. Ängste vor einem zu starken hegemonalen Deutschland. Und es hätte nur vor ein paar Jahren niemand geglaubt, dass nationale Ressentiments in dieser Stärke in Europa wieder aufbrechen würden. In den deutschen Medien werden die Diskussionen aus den einzelnen Ländern zum Teil sehr pauschal und zugespitzt wiedergegeben, zumal in der Boulevardpresse. Wir haben deshalb in der ganzen Konferenz, aber auch jetzt heute für das Podium, Gäste aus Europa eingeladen, um zu versuchen, ein differenziertes Bild zu zeichnen, differenziert über die Rolle Deutschlands zu diskutieren. Wie sollte die Führungsrolle Deutschland aussehen? Was bedeutet europäische Solidarität von Seiten Deutschlands, aber auch von Seiten der anderen europäischen Länder? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Dazu haben wir eingeladen Gesine Schwan. Ich begrüße Sie herzlich zu meiner Rechten. Sie ist zurzeit Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance, war lange Jahre Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und sehr in Sachen deutsch-polnisch-französische Beziehungen unterwegs. Herzlich willkommen. Weiter geht's mit Jacek Kucharczyk. Er ist Leiter des Instituts für öffentliche Angelegenheiten in Warschau. Das ist einer der führenden Thinktanks Polens. Und auch er ist derzeit stark in den Medien zu hören, auch in den internationalen Medien. Herzlich willkommen, Herr Kucharczyk. Claire Demesme ist Leiterin des Frankreich-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP. Als französisch-deutsche Grenzgängerin ist sie immer unterwegs, um Deutschland und Frankreich gegenseitig zu erklären. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken sitzt George Bagulatos. Er ist Professor für europäische Politik und Ökonomie an der Athener Universität für Wirtschaft und Business und auch Gastprofessor am Collège d'Europe in Brügge. 2011 und 2012 war er leitender Berater der Premierminister Papademos und Pikramenos. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch Viola von Kramon. Sie ist Mitglied der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und ist dort Sprecherin für die Außenbeziehungen der Europäischen Union und war in den letzten Jahren auch viel in Griechenland unterwegs. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt die Herausforderung, nicht nur 5 Sprecher zu haben, sondern auch Vertreter aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und das wird eine sehr facettenreiche Diskussion. Ich hoffe, dass wir Sie auch ein bisschen fokussieren können auf die Themen, die ich angesprochen habe. Wir wollen beginnen mit Griechenland. Herr Bagulatos, in den deutschen Medien sehen wir immer wieder Proteste aus Griechenland. Griechenland liegt da nieder, es gibt große soziale Probleme. Die Proteste richten sich auch oft explizit gegen Deutschland. Wie verbreitet ist denn in Griechenland das Bild vom unsolidarischen Deutschland? Und was genau kritisieren die Griechen an der Rolle Deutschlands in der Krise? This is not a good time for Greece, Greek economy, Greek society, and it's not a good time for the image of Germany in Greece, which is attached to traditional stereotypes that we thought we were done with a long time ago.
In fact, there are kind of lines of narrative that are emerging in the fringes of the Greek sort of ideological and political spectrum, in the extreme left and the extreme right, making associations with the occupation time. This has not affected the core and the mainstream of society or the political system, which continues to look at Germany as a partner, as a crucial partner, and I would say as a crucial core country in the economic and monetary union. I think what is required from Germany, from the mainstream Greek political system, and that also includes the major opposition party of the radical left, is the kind of leadership that comes with being the core country, the largest economy, and the sort of benign hegemon in an economic and monetary union. This means that while the periphery is implementing a huge adjustment effort, and this effort needs to continue, and this is an effort that has been delivering results, by the way, despite the pain, the fiscal consolidation that has taken place in Greece in terms of primary budget deficit reduction is one of the largest that has ever been attempted in an OECD scale over the last decades. 8.2% primary budget deficit reduction in only 2 years, 2010-2011. You'll never find an OECD country over the last few decades that has reduced the primary budget deficit by such an extent. And unit labor cost adjustment is also happening. Competitiveness is catching up. And by 2013, by an estimate, there will be a catch-up of competitiveness at the levels of 2001. So along with this effort, there's huge pain. Recession is... cumulative recession is over 20% since 2008. This is depression, actually. Unemployment is over 23%. Youth unemployment is above 55%. These are figures that are poisonous, and especially in Germany, you can understand them. You know, they come close to the experience of the Weimar Republic, not the 1923 part of it, but the 1932 part of it. This is a very dangerous rate of unemployment, and it's already fueling nationalistic and populist and xenophobic reactions, and of course anti-German reflexes. So the mainstream political system views Germany as the crucial country that can keep the Eurozone together, and can do so only by assuming the kind of responsibilities that it has so far assumed through the process to the single market and through the process of creation of the EMU, but perhaps has fail to rise to the challenge of interdependency that comes with living in an economic and monetary union. The single market became a success because it was combined with structural funds. That was the reason why it was accepted by the periphery and the South. That's why it was exhibited to be a win-win project. The economic and monetary union, though it resulted in a greater loss of economic policy autonomy, did not have the stabilizing mechanisms that would be required. And this is the kind of systemic crisis that we're now seeing, and I think it requires a great leap forward towards a closer union, which will develop the EMU into a real fiscal union with a common debt liability, a joint and several liability, coming also with fiscal, with European control over national budgets, greater political union and a banking union. It seems to me that the sooner we go to that, the sooner the crisis in the periphery will be able to put an end to this critical phase where the country risk is killing every effort for adjustment, and where all the policies or the economic policies are contractionary, pushing the periphery into a vicious, self-feeding debt deflation spiral whose end, if it were to continue without any stimulus, would be very nasty. Thank you. Danke, Herr Pangulatis. Jacek Kucharczyk, in Polen, Polen ist ja nicht Mitglied der Eurozone. Polen ist auch nicht in einer ökonomischen Krise. Aber Polen möchte trotzdem über die Zukunft der Eurozone mitreden. Polen möchte immer noch Mitglied der Eurozone werden. Der polnische Außenminister hat mehrfach öffentlich eine größere Führungsrolle Deutschlands gefordert. Was genau meint er damit? Okay.
Thank you. First of all, thank you for the invitation and for possibility to share with you what I consider not only my views, but a prevailing view from Poland on the crisis and the role of Germany in the crisis. And indeed, you mentioned Minister Sikorski's famous statement that what we today, Poland doesn't fear German action, but German inaction, doesn't fear German domination, but fears German lack of leadership. And I think that he not only expressed his own view, but he quite nicely, I would say, captured the attitude to the change of the attitude towards Germany that happened in Poland mostly after 2004, after we joined the EU, and which is now very closely related to the way that Polish society and most of the, let's call it, opinion-making class is perceiving as the success, Polish success of EU integration. So even now during the crisis, support for EU in Poland remains very high, probably the highest in Europe. There is a strong sense that membership has been beneficial. And what is perhaps most remarkable, there is quite a lot of optimism that EU institutions are trustworthy and are best positioned to tackle the crisis. Actually, we have still more trust in EU institutions than in our own government's ability to manage crisis, which may sound like a paradox, but I think that it is rooted in people's experience after 2004, when EU membership meant very visible improvement in terms of both unemployment, but also structural changes due to structural funds, the ability to work abroad. All these things suddenly meant that membership in the EU, which was a kind of abstraction, became a lived reality for many Poles. And I think this also changed Polish attitude towards Germany and German role in Europe. 2 years ago, my institute ran an opinion poll on the anniversary of German unification, and we asked the question whether German unification was good for Poland and good for Europe. And in both cases, the prevailing very strong majority said, yes, it was good for Europe and it was good for Poland. So I think that Polish story in recent years couldn't be more different than, for example, that of Greece in terms of attitude to EU and in terms of attitude towards Germany, which still for Poland, where Poles think about EU and their aspiration to change, to prosperity and so on, they think about Germany. And I think that this also explains why even during the crisis, the EU still has so much trust because of the performance of German economy and the fact that Germany in fact emerged from or is emerging from this crisis as the country you can rely on. And in fact, you expect it to let's call it, save Europe, save the European Union. What is the main Polish concern during this crisis is that, of course, it's the future of the common currency which is at stake, but what we are concerned is that this crisis is actually threatening to divide Europe into two groups, that is the EU-17 and the rest of the EU, so 10 or 11 if you count Croatia, which are there and which have a very different experience of the EU and overall a more positive one. And in fact, if you look from Polish perspective, you would say, contrary to what was said yesterday, that not only common currency is not the core of EU integration, but it's one of the policies which actually failed, unlike other policies like enlargement, like common market, like free flow of labor, free flow of people that from our perspective are the core of European integration. So we are really concerned that this crisis will sort of kidnap the European project
Yes, that whatever the potential of deepening the integration under the pressure from the crisis, we would like this process to be controlled and conducted in such a way as to be open to all member states who are willing to participate in this deepening, rather than that process would be used as a sort of excuse to reverse the historical process of enlargement, because it looks at this moment as to some extent it threatens to basically close the door for those member states who joined the EU but didn't have time and opportunity to join the EU, the Eurozone, because of the crisis. So hence maybe the last sentence about Germany. Again, as we said at the beginning, Poles are looking forward to German action on to solve the crisis, but at the same time, I think there has been quite a lot of sympathy in Polish public debate for German hesitations, and I think that this ambiguity of the situation, the sense that Germany is asked to actually take very risky steps in order to save the Eurozone, is also quite strongly reflected in Polish attitudes towards this debate. And basically the punchline, I think, would be that what Poland expects, that this concept of European solidarity will be, let's say, embodied in European institutions for EU 2028, let's put it, and not sort of focused solely on the EU 17 countries. Thank you. Thank you. Claire de Mesmer, in Frankreich sieht es so aus, dass Frankreich für sich selbst ja eine Führungsrolle in Europa reklamiert. In Tradition hat die enge Kooperation mit Deutschland, das deutsch-französische Führungstandem. Derzeit setzt Frankreich mit dem neuen sozialistischen Staatspräsidenten auf eine Wachstumspolitik, zum Teil in Allianz mit anderen Ländern, also zum Beispiel Italien oder die Krisenländer. Wie ist diese neue Strategie zu verstehen? Sieht Frankreich in Deutschland im Moment nicht seinen natürlichen strategischen Partner? Gibt es eine Vertrauenskrise? Wie ist Frankreich nicht zufrieden mit Deutschlands Krisenmanagement? Ja, vielen Dank. Muss man irgendwas machen? Nein. Ja, geht das so? Wunderbar. Für Hollande, für François Hollande und für die gesamte Regierung wird die Partnerschaft, die deutsch-französische Partnerschaft, sehr, sehr ernst genommen. Für Frankreich ist es immer noch notwendig, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Also das wird nicht in Frage gestellt. Was in Frage gestellt wird, ist dieses Machtbalance. Wie können wir, nicht müssen wir mit Deutschland zusammenarbeiten, das steht außer Frage, sondern wie müssen wir mit Deutschland zusammenarbeiten? Hollande hat in der Tat in der letzten Zeit, also eigentlich gleich nach seinem Amtsantritt, nach neuen Allianzen gesucht mit Italien in der Tat, aber auch mit Spanien, sogar mit Großbritannien bei manchen Punkten. Er hat das gemacht, um gegenüber Deutschland in einer stärkeren Position aufzutreten. Und das Gefühl ist zurzeit in Frankreich, dass die französische Position nicht genug vertreten wird, nicht genug gehört wird in der gesamten EU. Also der Wunsch ist eigentlich auch, dass auch die Themen zu setzen auf der europäischen Ebene. Mit der Sparpolitik, die von Deutschland auch vertreten wird, kommt Hollande, denke ich, klar inzwischen. Aber er möchte auch in der Tat eine zweite Säule da haben. Und
Das ist, das wird eigentlich als kohärente Position gesehen in Frankreich und nicht als widersprüchlich. Also ich glaube, dass der Anspruch auf Führungsrolle in der Tat da ist. Und der Versuch ist jetzt, diese Führungsrolle in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, in der deutsch-französischen Partnerschaft durch andere Bündnisse zu erreichen. Vielen Dank. Gesine Schwan, das Bild, was wir jetzt haben, ist zum einen geht es darum, dass Deutschland Führung übernehmen soll. Zum anderen geht es darum, wie es übernehmen soll. Also wie es, gerade in Griechenland, was bedeutet die Verantwortung, Deutschlands Verantwortung wahrzunehmen. Man hat das Gefühl, es geht darum, Führungsrolle wahrzunehmen, ohne zu dominieren. Geht das und hat das in der Vergangenheit besser geklappt? Gibt es jetzt einen Paradigmenwechsel? Man sagt ja oft, Deutschland hat seine Rolle als ökonomischer Riese und politischer Zwerg aufgegeben. Liegt es daran, dass Deutschland ganz neu agiert oder liegt es an dieser neuartigen Art der Krise, dass Deutschland so in der Kritik steht? Vielen Dank. Ich möchte Ihnen zunächst dazu gratulieren, dass Sie das so international gestaltet haben. Das finde ich sehr erfreulich. Zweitens möchte ich, weil ich die Älteste bin, mit zwei altmodischen Überlegungen beginnen. Die erste ist, wenn es sich um Europa handelt, ist der Gemeinsinn keine unwichtige Angelegenheit. Und Kant hat in seiner Kritik der Urteilskraft gesagt, eine der drei Voraussetzungen für den Gemeinsinn ist, sich an die Stelle des anderen zu setzen. Also nicht nur in der eigenen Begrenztheit zu bleiben. Das ist der erste altmodische Grundsatz, der für mich in Europa zurzeit sehr wichtig ist. Und der zweite altmodische Grundsatz ist, dass es sinnvoll ist, die Realität nicht nur nach den eigenen Bedürfnissen zu erklären, sondern auch die unangenehmen Fakten anzusehen. Mein Punkt in Bezug auf Deutschland und die deutsche Bundesregierung ist dies, ist der. Die Logik der Interpretation dieser europäischen Krise, und zwar der zweiten, jetzt der Schuldenkrise, nicht der Bankenkrise, ist von vornherein, hat sich von vornherein an dem Grundsatz, sich an die Stelle der anderen zu setzen, versehen, hat sie nicht beachtet, diesen Grundsatz, sondern hat rechtlich korrekt begonnen damit, no bailout. Jeder muss für sich verantwortlich sein und hat, und das ist meines Erachtens realitätsuntüchtig gewesen, so getan, als sei das Zentrum der Krise eine politische, eine Demokratiekrise und nicht eine Banken- und eine Wirtschaftskrise. Damit ist von vornherein die gesamte Perspektive auf den nationalen Aspekt der nationalen Regierungen und ihrer Aktionen gelenkt worden und man hat angefangen, ein Lied zu singen, das man in den 80ern schon gesungen hat. Demokratische Regierungen sind opportunistisch, weil sie immerfort Wahlgeschenke machen, sie sind nicht verantwortlich und so weiter. Der gesamte Stoß ging gegen die Schwäche demokratischer Politik und nicht gegen das Problem, dass diese Schuldenkrise die zweite Stufe einer Bankenkrise war. Und das ist ökonomisch für alle sehr deutlich. Nun ist diese Bankenkrise keine nationale und keine europäische, sondern eine jedenfalls auch Amerika umgreifende, nicht Asien in dem Maße. Und was mich sehr stört an dem gegenwärtigen öffentlichen Diskurs in Deutschland, der von der deutschen Bundesregierung gestärkt wird, weil ihre Logik die ist, so über die Krise zu sprechen, dass die Wiederwahl gesichert ist. Das ist nicht die Logik, dass Europa gesehen wird, sondern dass die eine nationale Logik, die Wiederwahl zu sichern. Nicht nur übrigens bei der deutschen Bundesregierung, auch die deutsche Opposition hat diesen Aspekt, sogar die Grünen, sehr im Kopf. Was bietet sie in einer Öffentlichkeit an, die insgesamt die Krise sehr national interpretiert? Und dieser Aspekt verschleiert völlig, dass diese ökonomische Krise natürlich keine nationale ist, sondern dass die Akteure in dieser Krise überall transnationale sind. Wer hat denn in Griechenland investiert? Wer hat denn in Spanien die Kredite gegeben? Das sind doch alles deutsche Institutionen gewesen. Das heißt, so zu tun, als handelten da Nationalcharaktere und diese ganze Wiederauferstehung der nationalen Vorurteile, die für meine Generation, also für mich jedenfalls,
fast unverdaubar ist, unerträglich ist, physisch abstoßend ist. Dies alles hängt an einer Analyse, die völlig an der Realität vorbeigeht. Das sind alles transnationale Akteure. In Irland hat der Staat nach meiner Information sehr stark auf den Druck der deutschen Regierung schließlich die Banken nicht hops gehen lassen, weil da die Deutschen sehr investiert hatten. Die Deutsche Bank mit Unterinstitutionen. Also die völlige internationale Verflechtung dieser Akteure widerspricht den nationalen Zuordnungen sowohl zu den Regierungen als auch zu den sogenannten Volkscharakteren. Und dafür sind sehr stark die deutschen Politiker und ist auch die deutsche Bundesregierung verantwortlich. Und jetzt möchte ich einen letzten Punkt, wir sollen nicht lange reden, zur Frage der Führung sagen. Es scheint ein Widerspruch zu sein, Sie haben mir das auch nochmal vorgelegt. Einerseits wird Führung gefordert, andererseits keine Dominanz. Und in der Tat, es gibt Anlass darüber nachzudenken, was heißt denn Führung? Wenn Deutschland in eine so starke Position gekommen ist, weil Deutschland gegenwärtig noch, das kann sich im nächsten halben Jahr schon mal ein bisschen ändern, aber gegenwärtig noch ökonomisch sehr stark ist, weil es bisher die negativen Effekte in Südeuropa noch nicht merkt bei der deutschen Ökonomie. Aber wir merken ja überall, jetzt wird über Kurzarbeit, auch bei Daimler gesprochen und so weiter, es reicht nicht nur nach China zu exportieren. Wir brauchen auch den europäischen Exportraum. Das merkt man plötzlich. Aber wenn Deutschland gegenwärtig so stark ist, dann ist Führung in meiner Sicht nicht eine bestimmte Idee der Wirtschaftspolitik, die eine bestimmte Theorie voraussetzt, die Austerity-Politik, durchzusetzen und überhaupt nicht auf Argumente zu hören, sondern einen Vorschlag zu machen, wie diese gesamte Eurozone und das gesamte Europa, also auch die 27, zusammenbleiben können. Einen Vorschlag dafür zu machen und nicht, wie man seinen eigenen Hals rettet. Das ist keine Führung. Als ich an der Universität 9 Jahre lang die Leitung hatte, habe ich nie versucht zu führen, indem ich denen allen aufs Auge drücke, was sie zu machen haben, sondern indem ich die Verpflichtung habe, Vorschläge zu machen, die natürlich auch für die Deutschen, aber für alle anderen verkraftbar sind, die uns zusammenführen. Und diese Vorschläge, die uns zusammenführen, die auch mit den Augen der Griechen, der Spanier, der Italiener sieht, auch der Finnen, auch der Niederländer, und das nicht nur so eng nationalistisch zu interpretieren. Das ist die Aufgabe. Wir haben eine neue Qualität der deutschen Politik, weil diese Bundesregierung mit Ausnahme von Herrn Schäuble, sofern sie europapolitisch auftritt, und dann habe ich es ja schon ganz schön eingekreist, wer das in dieser Bundesregierung ist, eigentlich nur mit deutschen nationalen Interessen auftritt. Wenn diese Bundesregierung in China ist, spricht sie, habe ich gerade brühwarm erzählt bekommen, nie von Europa, nur von Deutschland. Und das ist anders. Das war früher nicht so. Auch bei christdemokratischen Kanzlern war das früher anders. Vielen Dank. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Viola von Gramon, es wurde jetzt einiges gesagt. Der fehlende Gemeinsinn der deutschen Politik in der Krise, und Herr Pagolatos, das möchte ich nochmal aufgreifen, hat von einer Verantwortung gesprochen, die Deutschland eingegangen ist, indem sie den Binnenmarkt mitgeschaffen hat, und die anderen Verbindlichkeiten, Gemeinsamkeiten. Ist Deutschland, wie Herr Pagolatos sagt, unsolidarisch? Frau Schwan hat ja schon ein paar Aspekte angerissen. Ich glaube, man muss da schon noch ein bisschen differenzieren und ein bisschen stärker differenzieren, auch wenn sie am Ende dann nochmal rausgestellt hat, wo die Verantwortung der Bundesregierung und wo die Verantwortung der Opposition, in dem Fall auch der Grünen, ist. Ich würde sagen, dass wir als Grüne vielleicht nicht gehört und vielleicht immer gegen den Mainstream immer für einen Erhalt der Eurozone plädiert haben und immer auch für eine Stärkung der Gemeinschaftsmethode plädiert haben. Also genau gegen diese nationalistischen Alleingänge gesprochen haben. Das ist aber angesichts des, ja, ich würde sagen, Mainstream-Umfelds nicht immer leicht. Und wir haben auch von Anfang an uns beschimpfen lassen, insbesondere von der FDP und noch konservativeren in der CDU-CSU, wenn wir von einer Fiskalunion gesprochen haben, weil wir gesagt haben, wir können diese Ungleichgewichte nicht in einer anderen Form ausgleichen. Und wir, das hat Frau Schwan ja auch gut herausgearbeitet, wir haben extrem von dem
einheitlichen Binnenmarkt über Jahre, über Jahrzehnte profitiert. Das ist in der Tat so und das ist auch nicht zu leugnen und deswegen stehen wir in einer größeren Verantwortung. Und ich glaube, es ist richtig, was Herr Pagalutis gesagt hat am Anfang, dass natürlich die Rhetorik gerade zu Beginn der Krise sehr, sehr viel kaputt macht und genau diese Stereotypen insbesondere in Griechenland befördert hat und wirklich bis Unermessliche getrieben hat. Ich erinnere mich, die ersten Sprüche, die Titelseiten, Stern, Fokus, Spiegel etc. pp. Ich habe mich dann Ende Januar, Anfang Februar das erste Mal 2010 auf den Weg gemacht, bin nach Griechenland gefahren und habe dort versucht, mit den Leuten, mit den Politikern und Politikerinnen, mit Gewerkschaftsvertretern, mit Thinktanks und so weiter zu sprechen und habe gemerkt, dass die natürlich weitaus gemäßigter sind als die Medien, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Und das ist auch noch eine Form, was Sie angedeutet hatten, Frau Schwan, von Empathie gibt. Also man konnte sich auch durchaus in die deutsche Situation hineinversetzen, genauso wie wir das getan haben in die griechische. Aber dann ist eben nicht mit einem europäischen Auge auf Griechenland geschaut worden, sondern, das ist ganz richtig, hier wurde auf Stammtischniveau argumentiert. Und das würde ich schon alleine, muss ich in dem Fall sagen, dieser Bundesregierung zuschreiben und eben nicht der Opposition. Wir haben ganz klar versucht, andere Akzente zu setzen und wir haben auch ganz klar versucht, jedenfalls ich habe das in allen Veranstaltungen gemacht, meinen Wählerinnen und Wählern zu erklären, was europäische Solidarität bedeutet und dass das auch Geld bedeutet und dass das netto weniger im deutschen Haushalt ist, dass wir auch nicht deutsch denken dürfen, sondern dass wir nur im europäischen Kontext denken dürfen. Das ist aber, mein Wahlkreis ist nun im Harz, ja, bei vielen Menschen, die weniger mobil sind, als wir das sind, häufig eben sehr abstrakt. Und wenn sie 80-90% aus den deutschen Medien beziehen, dann ist dort, hat sich da mittlerweile ein Bild manifestiert, dass sie als europäische Spinnerin angesehen werden, dass sie da als, naja, Traumtänzerin, wie stellt ihr euch das denn vor, wie soll denn so eine Bankenunion aussehen, was heißt denn das Fiskalpakt? Das heißt, man muss da wirklich praktische Lösungen anbieten, man muss das durchdeklinieren, was bedeutet das hier für die Leute? Denn sie brauchen natürlich die Akzeptanz. Sie haben gesagt, das wird dann immer wieder in diese Demokratiekrise oder mit dieser Demokratiekrise vermischt. Das stimmt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir aus der Krise als eine gestärkt, also dass wir die europäischen Institutionen stärken könnten und dass auch das aus der deutschen Bundesregierung so gesehen wird. Aber faktisch ist es im Moment nicht so. Und wir haben keinen Helmut Kohl mehr, der natürlich den Anspruch hatte, immer zuerst die europäische Ebene zu sehen, mehr zu machen als alle Nachbarn, das auch als normal zu erachten. Und erst danach sozusagen die deutschen Interessen zu sehen. Wir haben im Moment eine andere Ausgangssituation. Und, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch mehr Mitgliedsländer. Wir haben auch ein anderes Interessengefüge. Sie haben aus Ihrer Führungsposition herausgesprochen gesagt, naja, man kann ja Vorschläge machen, den Leuten Angebote machen und dann kommt man irgendwann zusammen, trifft sich wieder und findet einen gemeinsamen Nenner. Hoffentlich nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist natürlich mit 27 Akteuren deutlich schwieriger geworden, ganz anders, als es eben noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Das höre ich eben auch von, sagen wir, wohlmeinenden Europäern in der Bundesregierung jetzt. So, das muss man halt alles ein bisschen zugrunde legen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Deutschland im Moment, nicht Deutschland, die Bundesregierung diese Führungsrolle eben nicht verantwortungsbewusst ausführt, dass es eben darum geht, die Wiederwahl zu sichern. Und das kann ich nur sehr schwer gewährleisten, wenn ich sage, wir brauchen mehr als nur einen ESM, wir brauchen nicht nur einen dauerhaften Stabilitätsmechanismus, sondern wir brauchen auch eine Fiskalunion, die wird Geld kosten und wir müssen die Banken stärker regulieren. Wir brauchen das, was jetzt Herr Steinbrück vorgeschlagen hat, tut mir leid, das hat der Gerhard Schick schon vor 2 Jahren vorgeschlagen, ist gut, dass es die SPD jetzt aufgreift, ist aber in der Tat nichts Neues. Da müssen wir hinkommen und vielleicht gibt es ja demnächst die Möglichkeit, dass wir das auch politisch umsetzen. Dankeschön. Herr Pagolatis, Sie haben von der Verantwortung, von der besonderen Verantwortung Deutschlands gesprochen. Es wird ja auch gesagt, dass Deutschland lange Zeit durch seinen Exportüberschuss vom Euro profitiert hat, dass es jetzt sogar in der Krise profitiert durch diese extrem niedrig verzinsten Staatsanleihen und aber auch durch die Arbeitsmigration von Süd nach Nord aus den Eurozonenländern.
Was bedeutet aber das Zusammenspiel von europäischer, deutscher Hilfe, Kontrolle und Eigenverantwortung? Wie würden Sie sich da positionieren? Also griechischer Eigenverantwortung. Yes, well, to make myself clear, I think Germany has exhibited a very significant degree of solidarity to the South and Greece especially. What is lacking, I think, is the kind of leadership that we have talked about. It is a kind of leadership that defines the national interest not only in the sense of defending and adopting European policies that concur with the national interest, but perceives that there are cases where the national interest in a narrow sense or in a short-term sense may be compromised in order to contribute to the greater good of a union. And this, I think, hinges on the realizing, or rather posing the initial question of whether any country of the Eurozone, especially Germany, would be better off without the Eurozone and without the European Union. It seems to me that where the Eurozone resulted from the single market, it is now the Eurozone that is keeping the single market together. The Eurozone is the glue for the single market. If the Eurozone was to break up, then it would be difficult to sustain a single market for a number of reasons, from technical reasons having to do with capital flight to substantial reasons having to do with the greater mutual benefits of being in a single market. So it is very important that one poses this question and answers this question, that our strategic priority is to sustain the economic and monetary union. From the moment you've answered this question, then you go and do everything that is necessary to save it. And it is the historical experience that federations break up from the core. They don't break up from the periphery. The USSR or the Austrian Hungarian Empire or the Ottoman Empire, they broke up when the will to sustain them was not present anymore at the core. The US survived despite the huge cost of a civil war, because Abraham Lincoln was determined to keep it together. It is very important, thus, that the core has realized that it is in the greatest strategic interest of the country to sustain this union together. And by sustaining it, I come back to your question, the core benefits. The core has benefited both through the single market, by finding markets for its exports. The single market, in fact, has led Germany out of high unemployment rates and economic stagnation, has benefited even more through the combination of the single market with a single currency. This has led to the large current account surpluses and to Germany being the most dynamic and growth-creating economy today in the Eurozone. It is benefiting even through the crisis, given the differential interest rates that allows the German economy to be funded with negative real interest rates. So it is important that the core country that has the responsibility, the natural, the inevitable responsibility of underwriting the union and the sustainability of the monetary union, does whatever is necessary to sustain it. And it seems now that the EMU is at a stage where it cannot go back because the cost of a breakup would be disastrous. It cannot stay where it is because this is not a sustainable equilibrium. It can only move forward if it is to survive. Vielen Dank, Viola von Kramon. Ich möchte nochmal nachhaken. Sie haben ja gesagt, es gibt eine besondere Verantwortung, Deutschland müsste mehr tun. Wo liegen denn die Grenzen der Belastbarkeit, von denen Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, immer redet oder öfters redet? Ja, wir sind ja von Anfang an auch der Meinung gewesen, dass wir natürlich einen Schuldenabbau brauchen in den Ländern, ja, dass wir schon mit einem Altschuldentilgungsfonds, der ja relativ früh vor anderthalb Jahren in die Debatte kam, der aber von den Beteiligten in der Bundesregierung beispielsweise überhaupt nicht, also gar nicht beachtet wurde, einfach ignoriert wurde, obwohl er vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums konzipiert wurde und eben auch aus einer relativ deutschen Brille entwickelt wurde, aber eben mit einer europäischen Perspektive, was wir als einen hervorragenden Ansatz betrachtet haben. Wir haben über den Gerichtsentschluss des Bundesverfassungsgerichtes natürlich eine monetäre Grenze eingezogen bekommen mit den 190 Milliarden Euro.
ob das die absolute Grenze ist. Ich glaube, das sollte man nicht unbedingt in dem Fall quantifizieren, ja, weil das natürlich neigt, da populistische Politik damit zu machen. Ich glaube, man sollte sich wirklich zu einer anderen Form und einer anderen Form der Zusammenarbeit entweder zurückfinden oder entscheiden. Und das ist genauso, wie Sie sagen, eine Form der Kompromissfindung, wie sie natürlich früher gegeben hat. Und ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, wo da die absolute Obergrenze ist. Ich weiß nur, dass wir in einer größeren finanziellen Verantwortung stehen, als wir das derzeit unseren Wählerinnen und Wählern gerne verkaufen würden. Das ganz sicher. Dankeschön. Gesine Schwan, Herr Pagoulatos zweifelt ja an, dass es überhaupt eine Belastung für Deutschland gibt, sondern dass es eigentlich viel Gewinn für Deutschland gibt. Sie haben von dem fehlenden Gemeinsinn gesprochen. Können Sie darauf noch mal näher eingehen, wie Ihre Haltung dazu ist? Ich stimme dem Kollegen aus Griechenland zu. Und ich mache immer folgenden Test mit Personen, die entweder Taxifahrer sind oder auch meinen, sie sind sehr, sehr involviert in politischen Sachen. Und frage, sagen Sie mal, wie viel haben wir denn schon gezahlt an Griechenland? Wie viel haben wir denn schon gezahlt? Naja, doch eine Menge. Ich sage, nein, wir haben nichts gezahlt, außer dass wir eine ehemals private deutsche Bank verstaatlicht haben und die war verschuldet in Griechenland. Da haben wir was gezahlt bei dem Schuldenschnitt. Aber sonst haben wir nicht gezahlt. Ach so, wir haben gar nicht gezahlt. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, warum die Leute jetzt immer sagen und auch Frau Merkel sagt, wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet, dann müssen wir zahlen. Ich habe immer schon gedacht, wir hätten gezahlt. Habe ich gesagt, sehen Sie, es wird immer suggeriert und Sie können das semantisch in den Zeitungen sehen. So und so viel ging an Spanien, geht an Griechenland. Dann denkt ein normaler deutscher Mensch, geht an, da ist Cash rübergeschoben worden oder irgendwas hingegangen. Ist aber gar nicht. Und wenn das dann klar ist, dass das wirklich eine der Irreführungen der deutschen Öffentlichkeit ist, dass wir schon gezahlt hätten und mehr können wir nicht, dann kommt als nächstes, ja, aber wir bürgen doch. Habe ich gesagt, ja, wir bürgen bisher ganz schön, das ist richtig, aber jetzt kommt der nächste Punkt. Bisher bürgen wir und geben Kredite und gewinnen mit den Krediten und kriegen Geld mit den Krediten und haben genau diese Anleihekäufe zu Negativzinsen. Also wir machen einen positiven aktuellen Schnitt. Und wenn es schon so ist, dass wir Angst haben, dass wir mit aus der Bürgschaft und aus der Haftung dann wirklich Cash machen müssen, dann müssen wir eben alles tun, dass es nicht dazu kommt. Also das ist der logische Schritt, würde ich sagen. Und das heißt, wir müssen so denken, dass diese Länder, Griechenland, Italien, Spanien, Irland, auch noch Portugal ist auch immer noch nicht raus aus dem Schneider, dass die selbst aus dem Schneider kommen können, damit wir nicht Cash zahlen müssen. Das ist, glaube ich, eine ganz nüchterne Angelegenheit. Also insofern ist der Diskurs irreführend, der öffentlich geführt wird, auch von der Kanzlerin, ganz ausdrücklich. Wenn ich sage die Opposition, dann nehme ich einen anderen alten Grundsatz ernst, kehre erst vor der eigenen Tür und meine Tür ist die Sozialdemokratie und die guckt sehr genau die Spitze damit, was können wir uns leisten angesichts von 70% Beliebtheit von Frau Merkel. Das ist ja auch ein verständliches Kalkül, aber das ist nicht das Kalkül für Europa. Ich würde so sagen, diese Rede von der wir können nicht mehr und wir werden überfordert, ist ein Appell an nationale deutsche Einschränkungen zur Wiederwahl. Nichts anderes. Das ist eine Irreführung. Wenn die Kanzlerin morgen sagte, meine lieben Deutschen, wir brauchen die anderen Länder. Die brauchen nicht nur uns, wir brauchen die anderen Länder. Wir haben bisher von ihnen profitiert, wir haben auch von der Verschuldung der Spanier profitiert, weil wir die Zinsen eingestrichen haben und deswegen wollen wir auch nicht, dass das alles kaputt geht. Wir haben von alledem profitiert, wir haben Absätze gemacht, ich will nicht die berühmten Waffenlieferungen nach Griechenland bringen, aber wir haben abgesetzt in Europa, womit die sich verschuldet haben und da haben wir Profite gemacht. Wir brauchen die aber, denn zu denken, dass wir unsere auch nur Wirtschaft, ich will von den anderen Dingen gar nicht sprechen, aufrechterhalten können, indem wir jetzt nur noch Südostasien als deutscher Nationalstaat bedenken, das ist sehr borniert. Und wenn wir nicht merken, selbst auf diesem Gebiet, dass wir auch bedürftig sind, werden wir auch es psychologisch gar nicht hinkriegen, dass die Deutschen nachdenken darüber, was es eigentlich für einen Sinn macht, dass von Adenauer über Brandt, über Kohl,
Schmidt alle gesagt haben, das deutsche Interesse ist mit dem europäischen identisch. Auch Weizsäcker hat das immer gesagt. Es ist eben nicht unterschieden vom europäischen Interesse. Das Neue ist, dass hier ein Herausreißen des deutschen nationalen Interesses aus dem europäischen ist. Und das muss wieder geschehen. Wir brauchen die anderen. Wir verdanken ihnen ganz viel. Und deswegen wollen wir es zusammen machen. Eine Umkehr der Sicht. Denn wenn wir immer nur die Gönner sind, na also, das kann doch nichts werden. Darf ich da kurz nachhaken, Gesine Schwan? Gestern gab es eine Frage aus dem Publikum. Es ging um das Thema, wenn man in die Zukunft schaut, wir brauchen, um aus der Krise zu kommen, Eurobonds, wir brauchen gemeinsame Haftung für die Schulden. Und da kam die Frage, wie wollen Sie das den Deutschen erklären? Warum sollten Sie das tun? Welches sind die Argumente? Auf dem Podium gab es nicht wirklich eine Antwort dazu. Es gibt einfach nur so ein übergeordnetes politisches Interesse und der Frage, ist es nicht auch im ureigenen deutschen Interesse? Sie haben das jetzt kurz angesprochen, aber vielleicht könnten Sie noch mal ganz konkret sagen, was sind die Argumente, warum sollen wir Deutsche das wollen? Weil wir Deutschen davon abhängig sind, dass unsere europäischen Nachbarn wirtschaftlich wieder gesund werden. Und schon allein ökonomisch. Und sie können nicht gesund werden, solange wie die Finanzmärkte das Gefühl haben, der politische Wille in Europa zusammenzubleiben ist nicht da. Solange die Finanzmärkte sagen, das bricht vielleicht doch auseinander, werden sie nicht dazu übergehen, Europa und auch die anderen Staaten als einen sicheren Investitionsort zu betrachten. Das heißt, wir müssen alles tun und darum geht es, das kann auch die EZB, so nötig wie das im Moment ist, was Draghi macht, das kann die EZB nicht ersetzen, das ist eine technische Lösung. Nur wenn die Deutschen begreifen, und das müssen sie den Deutschen auch sagen, mit der Autorität der Kanzlerin, dass wir ohne die europäischen Nachbarn schon ökonomisch, erst recht politisch in große Bredouille kommen und psychologisch und kulturell, aber ökonomisch. Nur wenn sie das erläutern, das heißt, wenn sie die Erzählung, die bisher über die Krise gemacht worden ist öffentlich, ändern, und zwar deutlich ändern, sodass wir eben, dass unsere Abhängigkeit von den anderen in der Geschichte, weil es eben deutsche Institutionen waren, die da Profit gemacht haben, in der Geschichte der Krise, aber auch in der Zukunft, dass das deutlich wird, werden wir merken, nur zusammen kommen wir weiter. Und übrigens will ich gar nicht sagen gegen China, weil jede Begründung gegen jemand anders in meiner Sicht schon wieder falsch ist. Aber wir müssen uns gegenseitig stärken. Was kann denn unsere 40% unseres Exports gehen in die Euro-Länder und 50, glaube ich, in die gesamten oder sogar 60 in die gesamte Europäische Union? Wo sollen wir denn hinkommen, wenn die alle den Bach runtergehen? Das ist doch, das kann man doch an drei Fingern abzählen. Das heißt, sie müssen einfach den Deutschen eine realistische Geschichte dieser Krise erzählen. Und da meine ich, ist dann doch auch, also Gerhard Schick und so, wunderbar. Also das ist einer der Stars, würde ich sagen, den sie da haben. Und ich wünschte, mehr sage ich jetzt lieber nicht. Also das ist eine der Aufgaben, die Oppositionsparteien auch offensiver in Angriff nehmen müssen. Sie sind in einem Dilemma. Sie sind in dem Dilemma, dass die Deutschen die andere Geschichte so schön finden, weil es ihr Ego so gut bedient und weil sie auch das Gefühl haben, die Kanzlerin, die ist so sicher. Und selbst wenn alles ganz anders läuft, ist sie immer noch sicher. Und wenn sie es nochmal anders sagt, ist es immer noch sicher. Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und angesichts dessen, dass das alles völlig unübersichtlich ist, ist es doch schön, dass wir eine Person da haben, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich glaube, das ist der Vertrauensmechanismus, den wir da im Moment haben. Es ist nicht ein kognitiver. Das kognitiv kann man das nicht mehr nachvollziehen. Aber die 100-Millionen-Frage ist jetzt die, wenn wir davon überzeugt haben, und das kann man, dass wir abhängig sind voneinander, auch die Deutschen von den anderen, dann kommt dennoch die Frage, wie organisieren wir diese berühmte Fiskalunion, also überhaupt gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik in Europa, so dass wir dieses völlige Auseinanderbrechen und das Misstrauen vermeiden. An der Frage sitzen wir im Moment in verschiedenen Kreisen. Und ich persönlich glaube, das geht nicht, indem wir im Moment irgendeinen Verfassungsentwurf machen. Das ist eine Sache in 5 Jahren oder so. Sondern indem wir möglichst ausgehend vom Europäischen Parlament versuchen, faktisch eine
Aushandlungsgemeinsamkeitspolitik in Gang zu setzen, uns zusammenzusetzen und zu sagen, was ist denn unser gemeinsames Interesse von Griechen, Italienern, Spaniern, Deutschen, Niederländern, Finnen, Franzosen, natürlich auch Polen, was ist unser gemeinsames Interesse daran, dass wir als europäischer Wirtschaftsraum vorankommen. Denn wir haben doch ein Interesse daran, dass es den Spaniern besser geht. Wir haben doch ein Interesse daran, dass es den Polen weiter so gut geht wie bisher. Das ist doch ein gemeinsames Interesse. Und dies gemeinsam zu entwickeln, ohne schon was zu fixieren und ohne dauernd Angst zu haben, dass uns der andere reinlegt, das ist wichtig. Wir haben im Moment eine massive Misstrauenswelle, überall. Übrigens auch innerhalb der nationalen Gesellschaften. Es ist ja nicht nur zwischen den Ländern. Die Absage an die Solidarität und an das Vertrauen, dass die anderen auch verantwortlich handeln können, ist ja überall der Fall. Und dieses, das hat natürlich was mit dieser ganzen Ökonomisierung unseres Lebens zu tun. Aber hier müssen wir uns faktisch zusammensetzen. Auf diese Weise haben wir faktisch ja A, einen gewissen Einblick in die Politiken der anderen, was ja ein Stück Kontrolle ist. Aber es ist nicht diese, ja, sondern wir erfahren gemeinsam, was da ist. Und wir entwickeln ein gemeinsames Interesse. Das ist die entscheidende Voraussetzung. Wir können noch so viele Mechanismen uns ausdenken. Wenn wir kein gemeinsames Interesse entwickeln in Deutschland, und das ist die Führungsaufgabe der Deutschen, das gemeinsame Interesse mitzuentwickeln, durch eine realistischere Erklärung der deutschen Abhängigkeit von den anderen, dann würde sie anfangen, ihre Führungsrolle zu erfüllen, diese Bundesregierung. Okay, vielen Dank für dieses leidenschaftliche Statement. Ja, ich bin sehr schön, 40, sehr schön. Claire de Mesmé, in Frankreich läuft die Debatte, wenn ich das richtig sehe, anders. Frankreich birgt ja auch mit nicht wenig Geld. Und trotzdem geht es darum, nicht so sehr in der Debatte darum, wie hier in Deutschland, was die Franzosen alles zahlen müssen. Sehe ich eher dann den Fokus wieder auf Deutschland. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wie jetzt kürzlich der EU-Kommissar für Soziales gesagt hat, dass Deutschland durch seine Lohnzurückhaltung diese Krise auch mit herbeigeführt hat oder mit Verantwortung trägt für die Krise und endlich Mindestlohn und anderes einsetzen müsste, um diese Ungleichgewichte besser auszubalancieren. Also im Kern geht es um die unterschiedlichen Sichtweisen von Wirtschaftspolitik. Aber jetzt die Frage, diese Diskussion Schuldner geben, nehmen, das ist in Frankreich nicht so stark ausgeprägt. Und wenn, richtet es sich eher dann wieder an Deutschland? Ja, es ist in der Tat so, dass die Debatten ganz anders sind. Und das ist faszinierend. Ich höre jetzt, und das ist auch richtig, dass Deutschland national denkt, national argumentiert und national handelt. Das stimmt, aber das ist keine Besonderheit. Das gilt für alle Länder in Europa. Und das, oh, ja, klar. Das ist der Unterschied zu den vorangegangenen Ländern. Ja, gut, aber man darf auch nicht vergessen, dass es auch für die anderen gilt. Das heißt überhaupt nicht, dass es gut ist. Aber das ist ein viel größeres Problem. Das ist nicht nur ein deutsches Problem, das ist wirklich ein europäisches Problem. Und das gilt seit immer für Frankreich, aber das gilt zurzeit auch für Frankreich. Und wir haben sehr unterschiedliche Interpretationsmuster, sehr verschiedene Wirtschaftskulturen und wir argumentieren immer, wir sehen die Situation mit dieser Brille, mit dieser nationalen Brille und jeder argumentiert auch mit mit Kriterien aus der eigenen Wirtschafts- und politischen Kultur, was die Kommunikation extrem schwierig macht. Das gilt zum Beispiel für die Sparpolitik. Sparpolitik wird in Deutschland, also jetzt in der aktuellen Bundesregierung, als Voraussetzung für eine Lösung der Krise gesehen. In Frankreich wird oft Sparpolitik also nicht nur als ineffizient, sondern auch als gefährlich, weil da die Argumentation ist folgende: Durch die Sparpolitik wird das Wachstum gebremst und auch dadurch wird der Schuldenberg immer größer. Also das ist genau das Gegenteil, das, was man erreichen möchte. Das gilt nicht nur für die Sparpolitik, das gilt auch für Solidarität. Also Solidarität wird in Deutschland gesehen als die Einhaltung der vereinbarten Regeln. Also
auch Haushaltssanierung. In Frankreich ist Solidarität was ganz anderes. Solidarität ist eher die Vergemeinschaftung der Schulden. Solidarität wäre auch Eurobonds. Aber in Frankreich will man nicht auf die nationale Souveränität verzichten. Also mehr Kontrolle, mehr politische Kontrolle darf nicht sein. Und das ist keine Besonderheit von dieser Regierung. Das war immer so und das ist eine Sicht der Dinge, die alle Parteien mehr oder weniger teilen. Und das Problem ist jetzt in dieser Diskussion, dass wir keinen Kontaktpunkt finden. Also erstens fehlt es an Vertrauen. Die Franzosen sind überzeugt, dass der deutsche Ansatz der falsche ist. Und die Deutschen sind auch überzeugt, dass der französische Ansatz mit mehr Wachstum ist der falsche ist. Somit können wir nicht argumentieren. Es fehlt an Vertrauen und es fehlt auch an die Bereitschaft, dann Kompromisse zu machen und irgendwo uns in der Mitte zu finden. Das war immer so bis jetzt in der Europapolitik, dass wir, also ich konzentriere mich auf Deutschland und Frankreich, es tut mir leid, ich mag auch die anderen und ich will die anderen nicht ausschließen. Das ist nur, dass diese deutsch-französischen Kompromisse in der europäischen Geschichte zu Lösungen geführt haben, die für alle tragbar waren bis jetzt. Und dafür muss man das aber wollen. Man muss auch diesen Willen haben, auch dem anderen was zu geben und nicht nur die eigene Position durchzusetzen. Und das ist etwas, was ich jetzt vermisse, nicht nur in Deutschland, wie gesagt, sondern auch in allen europäischen Ländern. Dankeschön. Das ist auch, was wir gestern schon diskutiert haben. Je enger wir zusammenrücken, umso schwieriger wird es, die eigenen Traditionen zu einem Kompromiss zusammenzuführen und den eigenen Pfad zu verlassen. Herr Kucharczyk, wir sehen in der Diskussion, sie ist sehr verengt auf die Debatte innerhalb der Eurozone, sehr schwer für Polen und für Mittelosteuropa gehört zu werden, weil die Diskussion sehr verengt ist. Wie will Polen sich da sichtbar machen und seine Rolle, es gibt ja auch diesen Ansatz des Weimarer Dreiecks, dass Polen als großes, das größte Land Mittelosteuropa zusammen mit Deutschland und Frankreich die Führungsrolle in dem großen neuen Europa wahrnehmen will. Was sagen Sie dazu? Well, first of all, I completely agree with Gesine Schwan that this outburst of self-righteousness or self-righteous nationalism in Germany is a threat to European project. And as any nationalism, the same can be said about German bashing in southern Europe, which is also an example. And that the whole European project is in a critical point, and we don't really know what is ahead if Eurozone breaks up. But I think that what we need to consider, and this is also the Polish position, we want to be constructive. We declare that we will conduct all the reforms necessary for Poland to join the euro. So we declare our trust in the future of euro currency. However, and the project of monetary union. However, what is disturbing from Polish perspective is what we saw yesterday, basically, that this saying that basically EU integration equals common currency, that basically what is any the alternative is free trade zone, which is not true, because single market and free trade zone are completely different things. I mean, when we were joining the EU, we had to negotiate and then adopt those famous 70,000 or something pages of acquis communautaire. This is single market. Single market is free movement of labor, free movement, and so on and so forth. So there is lots more to European project
than single currency. And I'm afraid that we are putting ourselves in a position of a kind of self-fulfilling prophecy, that if something happens to common currency, then the whole European project goes bust, basically, which is possibility under the circumstances, because we have a situation of a house on fire, and we need to focus, and I think that this is what's happening. We need to focus on putting down the fire in Europe, but we also have to, and this is different than the regular sort of fire brigade job, because we also think about what Europe will emerge after we manage to put down the flames of this fire. And our concern is that we need to remember that common currency is one of the policies, that there are other policies which are at least as important, and which were quite successful. Enlargement worked well for Europe, and in fact, single market between Poland and Germany works quite well, even though we don't have common currency, but the whole period, and it had very serious political repercussions in the sense that, I mean, the relationship between Poland and Germany today is I think, beyond anyone's expectations couple of years ago. So let's have the bigger picture in mind. And when we ask Germany to lead, we ask Germany to have this big picture in mind and ask itself a question about what kind of Europe is to emerge from the crisis, whether it will be this hardcore Europe focused on financial regulations, basically, and possibly some democratic innovations as a kind of cherry on the top of the cake, but you know, or whether we maintain the sort of dynamics of Europe as this bigger creation that we have worked so hard to create after the fall of the Berlin Wall. Thank you. Vielen Dank. Ich möchte jetzt die Diskussion mit dem Publikum eröffnen. Am besten kommen Sie wieder wie gestern an das Mikrofon und stellen sich kurz vor. Danke. Herr Glashoff ist mein Name. Ich bin einfache Lehrerin. Ich hätte erstmal ein Kompliment. Es sind viele Fragen gestellt und auch beantwortet worden, aber ich glaube, die eine nicht von Ihnen an Ihren Nachbarn, den griechischen Nachbarn, nämlich nach der Selbstverantwortung oder dem Beitrag, was die Griechen, wie sie zu den Forderungen stehen, die immer wieder auch, glaube ich, für die Akzeptanz wichtig sind, nämlich werden die Anstrengungen, den Haushalt, die die Sparauflagen auch umzusetzen, umgesetzt. Ich glaube, das ist wichtig. Mich haben auch die Schüler gestern wieder gefragt im Abiturientenkurs, ist das denn nur eine einseitige Sache? Natürlich profitiert Deutschland, aber wie ist es mit der Bereitschaft der Griechen, irgendwie auch einzugehen auf die Troika oder auf die anderen Forderungen? Eva Gwistorp, ehemalige Europaabgeordnete der Grünen, und ich kann sehr gut an meine Vorgängerin anschließen, wollte aber eine neue Art von Frage mal stellen, zwar ob Frau Schwan bitte auf ihren Vorredner auf Polen antworten könnte, weil ich den Dialog sehr spannend finde. Und Frau Schwan, sehr danke, dass sie eine Europavision seit Jahren vertritt, die mit sehr viel handfestem historischen Wissen verbunden ist und dass sie sehr verständlich und bürgernah redet. Also tausend Dank, Frau Schwan. Sie sollten wirklich öfter als die Anti-Merkel da in den Talkshows aufgetreten sein. Aber der Punkt, den der polnische Wissenschaftler gesagt hat, ist der mir, als da ich eben seit 1979 sozusagen für die Grünen Europapolitik mache, sehr am Herzen liegt und den ich in dem rot-grünen Spektrum, sei es von Intellektuellen, inzwischen reden ja auch Literaten wieder politisch über Europa oder Habermas und andere, aber eben auch hier vollkommen unterbelichtet fand und mich frage, was waren die Interessen bei so gebildeten Leuten wie hier bei der Bildstiftung, den Grünen oder auch in Teilen der SPD, das so unterzubelichten, was der polnische Kollege gerade gesagt hat. Auch Rote und Grüne haben sich daran beteiligt und gutwillige
Europa-Idealisten so zu tun, als wenn der Euro nicht mehr so funktionieren kann in derselben Größe, in derselben Kombination, in derselben Schnelligkeit und so weiter, dann ganz Europa auseinanderfallen würde, dann Krieg wäre. Da hat sogar Trittin zu geklatscht. Ich finde es ungeheuerlich. Also das weiß ich mir in welchem, das war glaube ich vor einem Jahr, als Merkel diesen Kriegsmythos da, wahrscheinlich hatte sie mit Kohl vorher telefoniert, in den Bundestag trug. Aber die Prozesse, wie könnte bei der Euro-Krisenlösung die Prozesse, die der Pole angesprochen hat, an denen das heißt, der wirtschaftlichen Integration, auch Teilen der politischen und der kulturellen Integration, die es ja auch teilweise langsam gibt, sei es über Film, andere Ebenen. Wie könnten die auch der Bevölkerung klarer gemacht werden, damit wir nicht in dieser Skylla und Charybdis-Debatte die ganze Zeit sind? Und auf dieser Ebene wirkt meiner Ansicht nach Frau Merkel als der Beruhigungsmythos genau da. Und wenn okay, wir Wissen danke. Darüber da ist, dass es nicht entweder geht es genauso weiter und wir müssen ganz viel zahlen oder es zerfällt alles, das dürfen wir nicht mitmachen. Und darum wäre ich gerne für ein Gespräch von Ihnen beiden noch. Okay, vielen Dank, Eva Gmyssop. Weitere Fragen? Ja, Friedrichs, mein Name, ich bin nur einfaches grünes Mitglied und na gut, beschäftige mich sonst nebenher noch ein bisschen mit den Lösungen des Finanzmarkts bei Finance Watch in Brüssel, aber das ist ja hier nicht die einzige Frage, die hier im Raum steht. Ich habe mal ja eine Frage auch gerade an die besonders oder die Europa-Begeisterung hier ausdrückenden also Grün und Rot oder Frau Schwan und Frau von Gramon. Ich frage mich, oder ich bin der Meinung, eigentlich steht die Opposition ja mit Argumenten sehr gut da, sage ich mal. Wenn man wissenschaftliche Gutachten oder wenn Gutachten geschrieben werden zu der Funktion der Sparpolitik, dann ist es egal, ob man Statements von Goldman Sachs sich anguckt oder ob man Boston Consulting oder andere sich anguckt. Die Aussagen sind eigentlich, die sage ich mal, die sprechen dann am Schluss Französisch, also sprich, die sagen, naja, diese Sparpolitik, so richtig funktioniert die eigentlich nicht. Aber trotz dieser ganz, sag ich mal, handfesten Argumente oder, sag ich mal, gut unterlegten Argumente, ja auch mit dem Gutachten des Sachverständigenrats, trotzdem gelingt es ja der Opposition nicht so richtig in der öffentlichen Diskussion, die Masse zu überzeugen. Deswegen kam vorhin die 70% Merkel. Ist da nicht das Problem, dass man eben auf die, sag ich mal, die Bedenken des Stammtischs, die ja so schrecklich ganz vordergründig so schrecklich plausibel irgendwo klingen und deswegen ja auch in der Presse immer wiederholt werden, dass man einerseits nicht genug darauf eingeht und andererseits auch nicht genug deutlich macht, dass das derzeitige Regierungskonzept eigentlich ja so ein bisschen Irreführung ist. Nämlich, wie gesagt, es klingt so populär, Merkel hält unser Geld zusammen und sorgt dafür, dass das nicht irgendwie verschwendet wird in anderen Ländern. Das klingt wahnsinnig populär, aber wenn man mal die Rechnung aufmacht, okay, wir haben jetzt keinen Schuldentilgungsfonds, aber wir haben Kredite an die anderen Staaten, wir haben die Schulden der EZB, da könnte man ja eigentlich auch sagen, liebe Frau Merkel, eigentlich erstens, du täuschst die Leute, wenn du sagst, das ist alles ganz sicher. Entschuldigung. Ja, die Frage ist, hätte die Opposition nicht viel mehr Erfolg, wenn sie eben auf die Bedenken der Leute eingeht und sagt, okay, in Wirklichkeit sind unsere Konzepte viel besser, um diese Bedenken des Stammtischs zu lösen. Vielen Dank. Jürgen Hegemann, ich habe nur eine kleine Bitte, nachdem ich Ihnen, Frau Schwan, herzlich danken möchte für Ihre couragierten Worte. Also das finde ich eine sehr, sehr erfreuliche Sache. Trotzdem, Frau Schwan, ich habe ja das Gefühl, dass sowohl der Stammtisch in Deutschland wie aber möglicherweise auch auf Kreta und die Intellektuellen von Warschau bis Lissabon tatsächlich nicht wissen, ob dieses Euro-Projekt in der bisherigen Weise oder auch in einer couragierteren Weise durchgehalten werden kann. Ich frage ganz banal, muss in einer solchen Situation, wo anscheinend niemand sicher weiß, ob dieses Projekt durchzuhalten ist, nicht die Politik fähig sein, ein alternatives, vernünftiges, handhabbares Ausstiegsprojekt wenigstens zu skizzieren,
damit man sagen kann, wenn es schief läuft, könnten wir es zum Wohle Europas immerhin noch so machen. Dankeschön. Christoph Skutnik von der FU Berlin. Ich teile eigentlich auch diesen Ansatz zu sagen, grundsätzlich, dass wir deutlich stärker diese europäischen Projekte auch vorantreiben müssen und da auch wieder einen positiven Bezug zu haben. Ich würde aber gerne ein bisschen auf die politische Ökonomie eingehen. Also ich denke, einer der wesentlichen Faktoren, beispielsweise auch bei den deutschen Ökonomen, ist eben die Angst zu sagen, naja, wir vertrauen hier doch sehr stark auf europäische Institutionen und haben eben vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer funktioniert. Und ich will das schon an dem Beispiel eben, kann sein, dass das mittlerweile nervt, aber ich denke, bei Fragen zum Beispiel, was eine kritische Öffentlichkeit betrifft in Bezug auf die Europäische Bankenunion, sehe ich ein bisschen das Problem, dass einfach viele Themen als entweder sehr komplex dargestellt werden, beziehungsweise auch tatsächlich sehr komplex sind und einfach die Angst besteht, man gibt Verantwortung nach Brüssel und es gibt nicht genug kritische Öffentlichkeit, um bei diesen Entscheidungen wirklich Entscheidungen zu bekommen, die auch im Sinne der Bevölkerung der Europäischen Union sind. Also ich sehe das sicherlich und deswegen denke ich auch, dass Finance Watch eine sehr interessante und wichtige Institution ist, weil es gerade darum geht, eben eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen, die versucht auch wenigstens die Grundzüge dieser Krise zu verstehen und eben auch auf diesem Niveau zu argumentieren. Also ich denke, wenn man jetzt beispielsweise auch den Vorschlag sieht mit dem Bankenrettungsfonds von 150 bis 200 Milliarden Euro, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man, das klingt erstmal sehr viel, aber vielleicht ist es nicht so viel. Also wenn der in 10 Jahren 200 Milliarden sind und man aber nur sich eine Bank anguckt und sagt, wie viel könnte diese Bank benötigen, dann weiß man, dass, wenn man die jetzt addiert oder sozusagen zusammenrechnet auf europäischer Ebene, wie viel dann da tatsächlich notwendig wäre. Also das sind einfach so ein paar Gedanken noch dazu. Also deswegen würde ich eigentlich jeden bitten oder daran appellieren, dann auch sich mit diesen vielleicht etwas technischen Einzelheiten auch zu beschäftigen. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 3 Redebeiträge. Okay, gut, 3 Redebeiträge. Ja. Hallo. Richard Burke von Deutsche Welle Fernsehen. Ich finde die Figur von Jens Weidmann jetzt sehr interessant, also seine Position gegenüber der EZB. Wolfgang Münchau Anfang der Woche im Financial Times hat geschrieben, dass er Sabotage gegen den Euro macht. Stimmen Sie zu? Dankeschön. Mein Name ist Manuela El-Khatib. Ich bin interessierte deutsche Staatsbürgerin in Europa. Folgende Frage und Bemerkung. Das Thema Europas... Bisschen näher ans Mikro. Direkt nach vorne reinsprechen. Ja, mein Name ist Manuela El-Khatib. Ich bin interessierte deutsche Staatsbürgerin in Europa. Ich mag dieses Thema Europas gemeinsame Zukunft. Da spricht für mich sehr viel Optimismus raus. Da spricht für mich Ergebnisorientiertheit raus. Ich möchte nicht nur über gegenwärtige Krise reden, die verschiedenen Fakten dazu dargestellt wissen, sondern würde gerne wissen, wie viel Pfade man sieht zur Lösung des Problems. Ein Problem ist offenbar die finanzpolitische Krise. Aus meiner Sicht ist es genauso gut und wichtig zu überlegen, wie wir die Begriffe Zusammenhalt, Annäherung und so weiter diskutieren. Und da fällt mir ein, bei Zusammenhalt, territorialer Zusammenhalt, Arbeit, Kohäsion, bei Annäherung fällt mir ein Konvergenz, Konvergenzpolitik. Da gibt es Fonds in der Europäischen Union, die stagnieren. 1/3 aller europäischen Mittel werden nur für Konvergenz, für Kohäsion ausgegeben. Da sage ich, warum kann man nicht versuchen, diese Gedanken, die Frau Professor Schwan umschrieben hat, mit Gemeinsinn stärken,
also sich stärker überlegen, wie man diese Stärke, die sich über die verschiedenen EU-Perioden herauskristallisiert haben, nochmals stärken. Und das ist mein Wunsch, dass man da einfach mal überlegt, wie man diese Kompetenzen, die in allen Ländern unten sitzen, weil mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man bestimmt akzeptiert, dass ganz oben nicht alles entschieden werden kann, aber Zusammenhalt und Annäherung eben unten passiert. Und wenn wir in Projekten arbeiten, merkt man tatsächlich, dass interkulturelles Verständnis erhöht wird, dass Sachkompetenz erhöht wird. Und deshalb meine Bitte, mal darüber nachzudenken, wie man im Rahmen Europas über verschiedene Umschichtungen nachdenken kann, wenn man sich da sicher sein kann, dass ganz klar zu jedem Projekt, was da entsteht, Ergebnisse entstehen können und Verständnis füreinander. Vielen Dank. Die letzte Frage. Bodo Weber, Democratization Policy Council Berlin. Frau Demesmee, Sie haben am Anfang Ihres letzten Beitrags gesagt, das sind ja klassische Debatten da in Deutschland, europäische Debatten anhand nationaler Interessen. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Das würde dementsprechend praktisch wie die Diskussion hier am Anfang der Eurokrise gelaufen ist. Deutschland wird normal, es definiert seine europäischen Interessen anhand seiner nationalen Interessen. Ist es nicht vielmehr so, so scheint es mir zumindest bis heute, dass wir hatten in Deutschland, das traditionell in der Nachkriegszeit Verfechter Europas war und zugleich tabuisiert seine Interessen nicht als nationale definieren konnte. Und aus meiner Sicht, Sie haben am Anfang der Eurokrise eine Situation gehabt, wo wir irgendwo in einer Twilight Zone verblieben sind, wo wir immer noch uns schwer tun, unsere Interessen national zu definieren und auf der anderen Seite die Verfechtung Europas ein bisschen an Überzeugung verloren hat. Und aus meiner Sicht sind wir genau aus dieser Twilight Zone in eine Art reaktive Führungsrolle in Europa gerutscht. Am Anfang der Eurokrise, in der es aus meiner Sicht, das wäre die Frage ans Podium, offensichtlich immer noch schwer ist, sowohl innerhalb Deutschland die Debatte über die Neujustierung von nationalen und europäischen Interessen führen kann und auch zwischen Deutschland und den anderen europäischen Partnern. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Ich möchte alle Podiumsteilnehmer bitten, auf die Frage einzugehen, scheitert der Euro, scheitert Europa? Sehen Sie Gefahren für wirklich schlimme nationale Verwerfungen, wenn das Projekt Euro scheitern sollte? Und die Frage, brauchen wir alternative Ausstiegsprojekte oder Konzepte und wie könnten diese aussehen? Dann gab es eine Reihe von Fragen an einzelne Teilnehmer, da wo Sie sich angesprochen fühlen. Bitte antworten Sie. Herr Pagulatus, ich möchte aber die Frage, die direkt an Sie gestellt wurde, weiterreichen nach der Eigenverantwortung Griechenlands und dem Beitrag Griechenlands. Mm-hmm. Thank you very much. I welcome this question. In Greece, I'm one of those self-flagellating critics who constantly criticize the Greek government. And that's why I started by mentioning what Greece has tried to do over the last 2 years. Because it seems to me that this crisis is a combination of an EMU systemic crisis and an accumulation of national policy errors by individual governments. And of all these governments, the Greek governments of the 2000s were the ones that accumulated the greatest errors. If one looks at why we've been led to this crisis, I think you could single out three reasons, basically. Fiscal rules were not applied. Good times were not used in order to reduce the public debt and to reform the economy. And macroeconomic imbalances and current account imbalances and financial instability was ignored. Now, in this checklist, the two out of the three cases were exactly the case of Greece. So Greece bears a huge responsibility for ending up in being the weakest link in the Eurozone. And it is paying the price for that. But the point that I try to make is that the degree of adjustment that is now being done, implemented in Greece since 2010, is unprecedented, not just for the Greek economy, but for any European country. The fiscal consolidation that has been implemented and achieved so far, remind you that we took a public deficit at 15.7%, and a primary budget deficit at 10.5%, and the primary budget deficit is now in balance. This is the most intense
effort to cut the primary budget deficit that has been recorded over the last decades. An average point reduction of 4.1 percentage points per year, 2010-2011, something you don't find in any European country. It exceeds the fiscal consolidation effort in Latvia and anyone that has been implemented over the last decades. Structural reforms, the OECD Going for Growth Reform report of March 2012 listed Greece number one in terms of readiness to reform and speed of applying reforms. The Lisbon Council report of November 2011, listed Greece number one as the fastest reforming economy in the European Union. It's number two after Estonia. So there is clearly an effort, and this effort is very clearly and positively correlated with the intensity of recession. The reason why the Greek economy is on a free fall, having contracted by over 20% of its GDP since 2008, is exactly because the reforms that are being applied are very intense. It is not a result of non-applying reforms that the Greek economy is shrinking. It is exactly the result of doing what's necessary in order to adjust. So clearly, and I fully share, as a Southerner, and above all as a European, I fully share the statement of Chancellor Merkel several months ago, a year ago, that solidarity requires and presupposes national responsibility. It seems to me that the Greek government and the Greek people are carrying their own share of national responsibility to an excess, and that is why they are entitled to request European solidarity, which we have been receiving, but there is a need to move to a more balanced effort to rebalance the asymmetries within the Eurozone. Not only the South needs to adjust, which is adjusting rapidly, but there has to be a symmetrical effort on the part of the North in order to provide the kind of stimulus that will allow the South to exit this recession through export-led growth. It is impossible for the Southern economies to be able to move out of recession if there's no demand in the Eurozone, there's no demand in the European and global economy either, and it is impossible to do so if the country risk overhangs every effort they make. No investment will direct you to the South. Even the healthiest export-oriented economies are incapable of getting any credit, are incapable of getting import credit, because at every moment the country risk is over there. The monetary policy that is applied for the southern economies is completely different from that is implemented for the northern economies. The cost of capital that any southern European economy or any Greek company has is huge. Any effort to cut wages and unit labor costs. I remind you that last March, 22% reduction of nominal minimum wages statutorily applied, and 32% for those under the age of 25 was applied in Greece. Any such effort will be swallowed by the large capital cost, which will keep the economy into a constant recession. If this country risk is not lifted, and I come to your first question, if it is not lifted, if this toxic discussion about a euro breakup, which affects especially the weakest member states of the South, first of all Greece, but also it's a toxic cloud over Italy, Spain and Portugal, cancelling every effort they're making through huge sacrifices of their people and their society, and in fact the robustness of the democracy, if this is not lifted, then all this will be in vain. Thank you. Vielen Dank. Viola von Krammern, die direkte Replik und die Antworten auf die Fragen. Ja, ich würde natürlich Herrn Pakulatis recht geben, dass sozusagen auf der Makroebene Griechenland mehr gemacht hat als alle anderen Staaten, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Also das Zurückschrauben des staatlichen Defizits, das ist schon extrem, und nicht nur die nominalen Kürzungen der Löhne und der Gehälter und der Renten, auch das Anheben von Steuern, das hat schon zu einem extremen, ich würde mal sagen, Auswringen der Arbeitsbevölkerung geführt. Das ist überhaupt gar keine Frage, und ich glaube, das ist auch die falsche Richtung, und ich glaube, diese ausgerichtete oder die ausschließlich auf Austerität ausgerichtete Politik, die wir jetzt in den ersten zwei Jahren gesehen haben, ist nicht die Lösung. Nichtsdestotrotz, Sie haben erwähnt, dass Sie eben auch die strukturellen Reformen
Reformen schon, dass die weit gediehen sind. Und da ist eben der Punkt, sind sie halt nur auf dem Papier, sind sie verabschiedet oder sind sie tatsächlich implementiert? Und wenn man dann mit den Leuten vor Ort spricht, ob das jetzt junge griechische Unternehmer sind, ob das Heimkehrer, also Leute, die jetzt zurück nach Griechenland kehren, ob das mögliche deutsche Investoren sind, dann stellt man halt schnell fest, so richtig viel hat sich noch nicht getan. Und da ist für mich schon etwas die Frage, wie bekommen wir diesen Stimulus, wie bekommen wir diese Anreize tatsächlich so hin? Sie haben gesagt, das eine ist die Cloud, das eine ist diese dunkle Wolke, die über Griechenland schwebt, genauso wie sie über den anderen Schuldenstaaten schwebt. Absolut d'accord. Natürlich hätten wir das längst in den Griff bekommen müssen. Und das ist auch die Verantwortung, ist in Brüssel, ist in Berlin. Das haben wir gerade besprochen. Da würde ich Ihnen nicht widersprechen. Aber die Frage, wir waren in Thessaloniki, wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen, ein Bürgermeister, der ganz unkonventionell ist, der neue Wege gehen wird und der uns geschildert hat, an welchen Stellen er im Moment noch mit den strukturellen Problemen zu kämpfen hat. Und die sind ganz banal, die sind einfach interessengeleitet von starken Gewerkschaften. Ich muss es einfach mal so sagen. Und das ist nicht im griechischen Interesse, das ist nicht im nationalen, das ist schon gar nicht im europäischen Interesse. Da muss man natürlich irgendwann den Mut haben und sagen, das müssen wir jetzt irgendwie lösen. Und da müssen wir auch innerhalb Griechenlands natürlich Kompromisse eingehen. Und das ist für mich die Frage, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, sind wir da schon an dem Punkt? Die Liquiditätskrise steht auch außer Zweifel. Und das ist glaube ich, auch was wir natürlich aus Deutschland viel stärker hätten beheben können. Natürlich sprechen wir von der Mittelstandsbank, aber aus Deutschland sind wir nicht bereit, auch da Gelder reinzugeben etc. pp. Also man kann das durchdeklinieren. Ich glaube, wir wollten jetzt nicht über die technischen Details sprechen, aber ich habe eben nochmal nachgeschaut. Wir haben in den letzten 2 Jahren 400 Millionen Euro gewonnen an Zinszahlungen, die allein in den Bundeshaushalt gegangen sind. Und das ist natürlich eine Summe, die steht in keiner Zeitung. Und es ist natürlich absolut richtig, was Frau Schwan sagt, wenn man hier die deutsche Bevölkerung fragt, es wird immer wieder suggeriert, wir haben das Geld gegeben. Nein, im Gegenteil, wir haben das Geld bekommen. Ja? Vielleicht kommen wir irgendwann mal in die Situation, wo wir tatsächlich für die Bürgschaften haften. Aber das ist nicht der Fall und bislang haben wir gut verdient und das wird eben nicht deutlich gemacht. Und deswegen auch nochmal die Frage von einer Person aufgegriffen, wie könnten wir die Stammtischbedenken aufgreifen? Ich glaube, Frau Schwan hat das ja sehr gut in Worte gefasst, wenn die Kanzlerin sich an die Spitze der Bewegung stellt und sagt, wir wollen das. Ja, also sie hat die Deutungshoheit zu sagen, wir wollen dieses Europa und wir wollen uns für nicht nur eben den Euro, wie Sie das aus polnischer Sicht richtig geschildert haben, sondern wir wollen die gesamte Europäische Union und wir wollen uns auch finanziell politisch dafür hergeben. Wir möchten das zum Beispiel, wir machen da sehr viel Flüchtlingspolitik. Die Flüchtlingspolitik in Griechenland ist eine Katastrophe, das muss man mal so sagen. Das liegt in der europäischen Verantwortung, da liegt viel in der deutschen Verantwortung, weil wir alles, aber auch wirklich jede Initiative aus Brüssel blockieren, die darauf hinausläuft, mehr Solidarität hier in Deutschland zu zeigen. Ja. Aber es liegt natürlich auch was in der griechischen Verantwortung. Auch da wurde 30 Jahre lang nichts gemacht. Ja. Also auch da die Frage, was machen diese Strukturfonds? Haben die wirklich zu der Konvergenz geführt? Haben die wirklich diesen Kohäsionseffekt gehabt, den wir auf dem Papier immer wieder so abgehakt haben? Ja, bei den ganzen Projekten, da würde ich sagen, nein, da sind Gelder absolut fehlgeleitet worden. Und auch da müssen wir der Europäischen Union natürlich einer kritischen Analyse unterziehen. Und das müssen wir auch ehrlicherweise machen. Deswegen haben wir, als wir jetzt dem ESM zugestimmt haben, als wir auch dem Fiskalpakt zugestimmt haben, versucht, so viel wie möglich rauszuhandeln, so viel wie möglich umzuwidmen, Gelder umzuwidmen in echte Ausbildungsprogramme, in Modernisierungsprogramme, die in Erneuerbare Energien geht. Nicht wieder in Brücken und Straßen und Beton, sondern dass wir sagen, wir brauchen natürlich Infrastrukturmaßnahmen. Aber in Griechenland haben wir doch nicht das Problem, dass wir zu wenig Strukturfondsmittel in den letzten 30 Jahren in dem Land gesehen haben. Im Gegenteil. Ja, auch Deutschland hat natürlich als Nettozahler unglaublich profitiert. Die Landwirtschaft, viele andere Branchen haben sehr profitiert von den Strukturfondsmitteln. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wir müssen da auch wirklich Reformen angehen. Und da sehe ich im Moment keine allzu große Bereitschaft. Wir schreiben das auf, aber wenn Sie dann mal gucken, was die Taskforce tatsächlich an prioritären Projekten identifiziert hat, dann sehen Sie
Hauptaugenmerk Straßen, zweites ist Autobahn, dann kommt irgendwann erneuerbare Energie, ein bisschen Eisenbahn noch und dann so Gedöns oder Ausbildung. Ja? Also wieder nur die alten klassischen Konjunkturmaßnahmen, die ich für vollkommen unsinnig halte. Das ist verbranntes Kapital. So, und wenn wir da nicht wegkommen, wenn wir da keine Umorientierung oder keine Umsteuerung hinbekommen, dann sehe ich schwarz. Das Dritte, was Sie noch angesprochen hatten, dann höre ich auch auf, ist, haben wir nicht ein bisschen mehr zu bieten als nur den Euro und diese Krise? Ich bin sehr viel im Ausland unterwegs, weil ich ja eigentlich mehr Außenpolitik als jetzt originär Europapolitik mache. Und da steht natürlich immer im Zentrum der Frage, wie bewegt ihr euch als außenpolitischer Player? Ja, und da kann man im Moment gar nichts sagen. Wir haben keine gemeinsame Außenpolitik. Wir haben keine gemeinschaftliche Position. Das mag an der Lady Ashton liegen, aber nicht ausschließlich, sondern es mag auch, das hat ja Claire ganz gut angesprochen, auch an der Angst der Abgabe von Souveränität liegen. Und da müssen wir uns alle an die Nase fassen. Wir als Deutsche stellen uns gemeinhin als ideale Europäer oder als ideale Europäer dar. Das sind wir aber nicht. Tatsächlich sind wir genauso wenig bereit, auch wirklich zum Beispiel vor Ort die diplomatischen Institutionen, das heißt die Botschaften zusammenzulegen, Synergien dort zu erzeugen, wo es ganz einfach wäre. Auch das, noch nicht mal das einfachste technische Instrumentarium, um zum Beispiel eine gemeinschaftliche Außenpolitik umzusetzen. Selbst dazu sind wir nicht bereit, ganz abgesehen von ganz anderen Punkten noch. Also ich glaube, wir stellen uns häufig leuchtender dar, als wir wirklich sind. Vielen Dank. Jacek Kuczarczyk, Sie haben ja gesagt, der Euro ist nur ein Element der europäischen Integration, der Europäischen Union. Die Identität Europas beruht noch auf ganz anderen Themen und Pfeilern. Wie reagieren Sie auf diese Frage, scheitert der Euro, scheitert Europa? Und haben Sie Angst, dass es zu schweren nationalen Verwerfungen kommen könnte, wenn der Euro scheitern würde? To be honest, I don't know if Euro will survive. I know that we should do what we can to make sure it survives, because the consequences for the entire project could be disastrous. I mean, not only for the Eurozone. I mean, we are in this situation. But I wanted to add two things. I think that this moment is a possibility to actually deepen political integration, and that should not be, as I already said, confined to Eurozone members. And I think that also someone referred to intellectuals in Warsaw. I think it's quite interesting to find oneself in a position where I'm as a let's say European federalist feel that I have public opinion on my side for once. In Poland, that is an opportunity to actually to make some definitive steps towards making or deepening European integration. And my second point in response to what you said, I'm glad that someone raised the question of cohesion and cohesion funds. And I think that it's fascinating that in the discussion so far, we focused on the issue of solidarity solely through the stabilization fund, redemption fund, whereas in sort of the, let's say, the bigger European picture, the visible product of European solidarity is the EU budget, and how we should spend it is one question. Actually, for Poland, infrastructural projects work quite well. I mean, it's the first since June this year. I living in Warsaw, I can drive up to Lisbon on a highway for the first time in history. So for us, it is a civilizational breakthrough. Let's put it this way. But I think that what we need to discuss is also the size of the EU budget. And this is in Germany, I know it's as difficult, at least as difficult a topic as contributing to saving euro. But I think that the situation where we all talk about European solidarity and have European budget on the size of what, about 1% of Europe's GDP, I mean, there is, let's put our money where the mouth is. And of course, it should be reformed to have, EU should have its own sources of income and it should be part of the package of deepening political integration. But I think that EU budget should be the second
leg on which the future of Europe, sort of post-crisis Europe, should be based on, not only funds to stabilize the common currency, but budget which benefits the sort of the current EU28. So I think this we should remember when we discuss the future after the euro crisis. Thank you. Dankeschön. Claire Mesmé, die französische Führungsrolle wurde auch noch mal angesprochen. Können Sie darauf antworten? Ja, die französische Führungsrolle. Ich habe den Eindruck, dass, also das ist nicht nur ein Eindruck, seit einigen Jahren schon leidet Frankreich unter einem Minderwertigkeitskomplex im Rahmen Europas und versucht, gehört zu werden, versucht, sich zu behaupten, nicht gegen die anderen, aber versucht wirklich Teil von Kompromisslösungen zu sein. Und das gilt für die Eurozone, das gilt für die Eurokrise, Schuldenkrise, aber das gilt auch für andere Bereiche. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns auch auf andere Baustellen konzentrieren und nicht nur auf die Eurokrise. Natürlich ist das, der Euro ist jetzt in einer schwierigen Situation, wir müssen das lösen, aber seit Jahren konzentrieren wir uns nur noch auf den Euro. Und wir haben auch andere Baustellen einfach vergessen. Das ist nicht mehr die Priorität. Und dafür gibt es wichtige Themen, natürlich die Energiepolitik und den erneuerbaren Energien. Das ist wichtig. Aber auch die Sicherheitspolitik, die Verteidigungspolitik. An den Türen Europas stehen Umbrüche. Stichwort arabischer Frühling. Was machen wir? Wir handeln ja nicht gemeinsam. Da sind auch die nationalen Egoismen zu sehen. Und auch Frankreich handelt für sich und Deutschland handelt auch für sich. Und das wäre eine schöne Gelegenheit, da vor Ort gemeinsam aufzutreten. Das gilt auch für den Aufbau eines Forschungsraums in Europa. Wir sind noch nicht so weit. Und da bietet die Krise auch eine Chance. Die Mittel sind knapp. Wir sollten viel mehr für Gemeinschaften, viel mehr gemeinsam machen. Natürlich haben wir immer noch da auch in diesen Bereichen eine Konkurrenzsituation. Aber ich glaube wirklich, dass wir den Druck, auch den Finanzdruck jetzt haben, um das voranzutreiben. Und um nochmal auf die Führungsrolle Frankreichs einzugehen, ist das wirklich ein Wunsch Frankreich, zum Beispiel die Baustelle der europäischen Sicherheitspolitik voranzutreiben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Teil von einer Kompromisslösung ist. Also dass wir nicht nur sagen, was können die Länder im Rahmen der Eurokrise geben und nehmen, sondern auch, dass wir in einem viel größeren Rahmen denken, überlegen, was können wir für Europa machen. Und wenn sich Frankreich in diesem Bereich der Sparpolitik zum Beispiel bemüht, dann wird auch erwartet, dass andere Länder, insbesondere Deutschland, sich auch in anderen Bereichen wie im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bemühen. Vielen Dank, Gesine Schwan. An Sie wurden eine Reihe von Fragen auch persönlich gestellt. Sie haben jetzt das Schlusswort. Ich will zunächst zusammennehmen die Frage einerseits, also Verhältnis Eurozone, großes Europa, ist die Aussage, dass Europa und der Euro zusammengehören, triftig und sollte man Ausstiegsszenarien haben. Das will ich als einen Punkt behandeln. Nun, da wir den Euro haben, ist die Situation anders, als wenn wir ihn noch nicht hätten. Da er da ist, da er noch zu sehr viel größeren Interdependenzen geführt hat, wäre der Zusammenbruch des Euro etwas ganz anderes, als wenn wir ihn vor 20 Jahren nicht eingeführt hätten. Denn er wäre ein Indiz dafür, dass der politische Wille zur Einheit fehlt.
Das ist das tiefere Problem. Es ist keine rein ökonomische Sache, das auch. Sondern der Zusammenbruch eines gemeinsamen Werks ist etwas anderes, als wenn das Werk noch gar nicht begonnen worden wäre. Und deswegen wäre der Zusammenbruch, ganz abgesehen von den Fragen, die sich dann ökonomisch ergeben, ein dramatisches Zeichen dafür, dass in der Krise die europäischen Länder nicht zusammenhalten wollen. Das würde ganz enorme weitere politische und psychologische Folgen haben. Aber die Aussage, und deswegen finde ich, darf man auch gar nicht Ausstiegsszenarien machen, denn das ist in der Politik immer so ein Ding. Wenn man jetzt die Alternative anfängt zu skizzieren, dann wird sie immer attraktiver gleichsam, ja, und wird sie immer gangbarer. Das heißt nicht, dass man sie tabuisieren soll. Man soll durchaus versuchen, soweit man kann, durchzuüberlegen, was würde das bedeuten. Und ich würde eben sagen, man kann nicht sehr weit, weil sehr vieles im unklar ist. Aber es würde auf jeden Fall bedeuten, einen enormen Vertrauenseinbruch zusätzlich in Deutschland. Und es würde ein enormes ökonomisches Problem geben, denn das, was unser Kollege aus Griechenland beschrieben hat, ist doch, wenn die Märkte nicht mehr daran glauben, dass in diesen Ländern investiert werden kann, dann gehen diese Ökonomien weiter zu Bruch. Und wollen wir das dann alles dulden? Wollen wir dann sagen, wir sind nicht nur aus dem Euro draußen, sondern eigentlich haben wir mit denen auch überhaupt nichts mehr zu tun, auch wenn sie kaputt gehen? Das hat doch alles Folgen. Das heißt, die Konsequenzen sind, wenn man sie anfängt, sich auszumachen, das soll man durchaus, so dramatisch, dass ich jede Art von rationalem Ausstiegsszenario für nicht vertretbar halte. Deswegen würde ich das nicht propagieren. Jetzt ist als zweiter Punkt die Frage, wie kann man, ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, ja, nur das gehört zusammen. Wie kann man nun aber den Schritt nach vorne machen? Ich stimme Ihnen auch völlig zu, wir können nicht stillstehen, wir können nur kaputt gehen oder nach vorne gehen. Das ist die Situation, wenn man sich in einer komplizierten politischen Balance besteht. Wie kann man weiter nach vorne gehen? Und da denke ich, das kann man jetzt nicht tun, indem man sich in der Falle weiter behält, Aufgabe von Souveränitätsrechten oder jeder macht's für sich. Das ist eine Alternative, wo wir keine Lösung finden werden. Keines der gegenwärtigen Staaten wird eine rechtliche Aufgabe von Souveränitätsrechten gegenwärtig machen. Das Misstrauen ist so groß, das hat gar keinen Sinn. Was macht man in so einer Situation, auch in anderen gesellschaftlichen Konstellationen, wenn das Misstrauen sehr groß ist und man nicht jetzt rechtlich zu einer Lösung kommen kann? Man versucht, zusammenzuarbeiten. Man versucht, zusammenzuarbeiten, und zwar jetzt mit allen, nicht nur mit den Euro-Staaten. Man versucht in der Tat, nicht nur einen gemeinsamen Markt zu machen, sondern einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Und hier ist ein entscheidender Punkt, dass wir diesen bekloppten Standortwettbewerb der Staaten aufgeben müssen. Das ist eine Folge der Wirtschaftstheorie und Politik seit den 90er Jahren gewesen, dass die Staaten gegeneinander in einen Wettbewerb treten, praktisch um Kapitalinvestitionen. Dieser Wettbewerb zwischen den Nationalstaaten in Europa, der bisher noch das Dogma ist, Wettbewerbsfähigkeit nicht von Wirtschaften, die muss es immer geben, sondern von Staaten. Dieser Standortwettbewerb ist Gift für die Europäische Union. Und nur wenn wir das begreifen und wenn wir aufhören, von dem Standortwettbewerb zu sprechen, kommen wir weiter. Denn wir müssen zu einer Kooperation kommen. Das heißt nicht, dass es nicht auch, sagen wir mal, Vergleiche geben soll, wie ist das Wirtschafts-, das Erziehungssystem dort und wie ist es dort. Aber wir haben so viel konstruktive Aufgaben in all diesen Bereichen, die Staaten regeln können, zu tun, dass wir da nicht gegeneinander antreten müssen. Gerade die zukünftige Energiewende ist ein Beispiel, dass wir kooperieren müssen, dass wir keinen Standortwettbewerb zwischen den Niederlanden, Frankreich und Deutschland machen müssen, um die Energieindustrien. Das ist Quatsch, da gehen die Staaten dran kaputt. Diesen müssen wir aufgeben, wenn wir einen faktischen europäischen Wirtschaftsraum haben. Und wenn das in 2-3 Jahren gelungen ist, das kostet viel Kraft, gemeinsam eine Politik zu entwickeln, damit auch Vertrauen zu gewinnen in die Verlässlichkeit der Partner, dann kann es sein, dass wir allmählich ein paar Souveränitätsrechte abgeben. Aber ich würde jetzt nicht intergouvernemental einfach sagen, also nicht an den Europäischen Rat, sondern da muss das Europaparlament viel mehr rein. Und auch die Kommission ist ein sehr kompliziertes Gebilde, sehr bürokratisch in dieser Hinsicht. Der würde ich jetzt nicht alle Rechte darüber abgeben, wie Griechenland Ökonomie machen soll. Das würde ich nicht machen, auch nicht als Deutschland. Das heißt, wir müssen faktisch kooperieren. Und das ist auch eine allgemeine historische, psychologische, kulturelle Erfahrung,
Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Projekt, an dem einem liegt und das gelingt, ist das Beste, um Vertrauen zu schaffen. Das ist dasselbe in den deutsch-polnischen Beziehungen gewesen und da stimme ich auch zu. An der Basis klappt es immer, weil man da gemeinsame Projekte hat, von der Kirche, die man gemeinsam aufbaut, über den Chor oder sonst was. Und man denkt nicht immer, wie kriege ich meine Schäfchen ins Trockene zu Hause. Ja, das ist der Punkt. Also wir müssen faktisch anfangen und ich würde sagen, unter der Ägide des Europaparlaments das zu machen. Jetzt ein dritter Punkt. Sabotiert Herr Weidmann den Euro? Nein, subjektiv würde ich das gar nicht sagen, aber ich glaube, Herr Weidmann, den ich persönlich nicht weiter kenne, aber von dem ich den Eindruck habe, dass er eine sehr für sich kohärente Politik betreibt. Herr Weidmann ist ein Beispiel für eine allgemeine politisch-kulturelle Befindlichkeit in Deutschland, die sehr schwierig ist, nämlich ein großes Misstrauen in demokratische Politik. Herr Weidmann glaubt eigentlich nicht, dass sich demokratische Politiker verantwortlich verhalten können und dann auch vereinbaren können. Und deswegen hat er diese sehr typische nationalökonomische Sicht und sieht sich, glaube ich, auch einfach eben als ehrlicher, redlicher, kohärenter Theoretiker. Also ich würde das überhaupt nicht moralisieren. Er hat diese Sicht, wenn man da nicht den Dompteur weitermacht, dann geht das alles den Bach runter. Das ist die Grundidee der Nationalökonomie, die keine politische Ökonomie ist, sondern die denkt, die Nationalwirtschaft kann ohne Gesellschaft und Politik und sowas alles irgendwie laufen und am besten läuft sie, wenn man von den Menschen und von der Politik absieht. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, Sie haben die Ironie verstanden. Denn eine Ökonomie, wo wir von den Menschen absehen, ist schwierig. Letzter Punkt. Das führt schon darüber, dass die zentrale Frage ist im Negativen, wie können wir aufhören mit der Moralisierung von Fragen, die nicht in erster Linie moralisch, sondern politisch sind und analytisch betrachtet werden müssen. Wenn die Kanzlerin sagt, die Griechen müssen aber auch ihre Versprechen halten oder ganz allgemein sagt, zur Solidarität gehört auch Selbstverantwortung. Dann ist der Subtext, die anderen sind nicht selbstverantwortlich, also können wir nicht solidarisch sein. Das ist eine Moralisierung der Problematik, die den Stammtisch bedient. Weil so kann man sich's immer vorstellen. Ja, das klappt nicht, weil die anderen ihr Versprechen nicht gehalten haben. Dass der Bürgermeister von Thessaloniki mit x Problemen zu tun hat, mit denen wir in Deutschland ganz analog zu tun haben, wo wir genau dieselben Probleme hätten. Dass das viel komplizierter ist und wir deswegen da analytisch rangehen müssen und solidarisch. Das wird damit nicht bedient, sondern stattdessen diese oberflächliche Moralisiererei. Wir sind gut, die anderen sind schlecht, wir halten Versprechen, die anderen nicht. Wir sind selbstverantwortlich, die anderen nicht. Und im Übrigen Solidarität zu definieren als Einhaltung von Rechtsfestlegungen. Das ist Irreführung. Die Einhaltung von Rechtsfestlegungen ist natürlich notwendig. Das ist Verlässlichkeit. Aber Solidarität kommt, jetzt kommt die Lehrerin in mir durch, von Solidus. Und Solidus ist im Lateinischen die gemeinsame Haftung. Die gemeinsame Haftung liegt in der Solidarität, die Bereitschaft, über das hinaus, was rechtlich festgelegt ist, zu haften. Und deswegen Schillers Bürgschaft, die überall sonst in den deutschen Familien so wichtig war. Der Dritte im Bunde, Sie wissen schon. Also das Entscheidende ist, wie wir Vertrauen schaffen und Fairness. Und dass wir dabei immer das Selbstwertgefühl der anderen bedenken müssen. Das fängt auf der Straße hier in Berlin an und endet irgendwo in Griechenland oder in Polen oder sonst wie. Wenn wir nicht das Selbstwertgefühl der anderen achten, dann werden wir nicht zu Vertrauen kommen, nicht zu Solidarität kommen, nicht zu Zusammenarbeit kommen und es wird gegen unser Interesse sein. Ich bin vor 2 Tagen aus Rhodos zurückgekommen, da bin ich ungefähr schon 8-mal gewesen in meinem Leben. Mir ist keine einzige Feindseligkeit von griechischer Seite begegnet. Keine einzige. Alle sind mir freundlich, positiv begegnet. Vom Zeitungsverkäufer bis zu weiß ich wem. Und nicht aus Berechnung, sondern einfach positiv. Genauso habe ich es immer in Polen erlebt. Spontan habe ich nie Hochnäsigkeit, nie Selbstgerechtigkeit erlebt, sondern immer Freundlichkeit, auch in Zeiten, wo es ganz anders hätte sein können in den 60er Jahren, wo ich zum ersten Mal in Polen war. Und da empfinde ich es immer ein bisschen beschämend, dass wir als Deutsche immer meinen, wir wissen so viel besser und wir können die anderen beurteilen und wir sind eigentlich diejenigen, die da jetzt gönnerhaft helfen können. Wenn wir von diesem hohen Ross nicht runterkommen, wird es schwer sein mit Europa.
Ja, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Vielen Dank an die Podiumsgäste, vielen Dank an das Publikum. Es war natürlich schwierig, diese vielen Facetten zusammenzubringen. Ich denke, wir haben vieles angesprochen und für mich ist nochmal so deutlich geworden, dass die neue Rolle, in der sich Deutschland sieht, nochmal sehr überdacht werden muss. Das betrifft zum einen dieses eigene Gefühl der Solidarität und zum anderen auch, dass mit dem Eintritt in das 20. Jahrhundert das historische Gedächtnis ein bisschen zurückzustellen, es auch wieder eine neue Balance in Europa geben muss. Die ist noch nicht hergestellt. Das wurde ganz deutlich auf dem Podium. Wichtig ist, dass wir miteinander reden. Da möchte die Heinrich-Böll-Stiftung auch ihren Beitrag leisten als europäische Stiftung. Und jetzt gehen wir in die Pause. Um 11:45 geht's weiter mit parallelen Foren. Sie finden Plakate, in welchen Räumen welche Foren stattfinden. Vielen Dank. Bis nachher. Applaus